Was geht ab, Sneaker-Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Sneaker-Review auf meinem Kanal C2B. Ja, heute mal ein Air Force One Low, den mit Sicherheit einige von euch nicht auf dem Schirm hatten, weil ich hatte ihn auch einfach nicht auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und wenn ihr auch an Sneakern so interessiert seid wie ich und immer neue Sneaker haben wollt, dann lasst mal auf jeden Fall ein Abo da. Und dann würde ich sagen, ziehen wir uns heute den Nike Air Force One Low Puerto Rico rein. Viel Spaß damit. Jo, da sind sie auch schon. Wie gesagt, der Nike Air Force One Low Puerto Rico. Auch den Schuh habe ich wieder nicht selber gewonnen und nicht selber gekauft, sondern wieder eine Ehrenmann-Aktion, dieses Mal von dir, Tobi. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an dich. Aber ziehen wir uns den Schuh rein. Ist eben ein Air Force One Low, der für 130 Euro eigentlich jetzt heute am 26. Juni rauskommen sollte. Also ich nehme das Video halt am 26. auf. Aber von Nike gecancelt wurde. Warum, das beantworten wir gleich, dann ziehen wir uns gleich rein. Aber würde ich sagen, machen wir es traditionell und ziehen wir erstmal die Box rein. Ja, die Box eigentlich, ganz traditionelle Air Force One Low Box. Soll aber nicht heißen, dass die kacke ist, also ich finde die immer noch super sexy. Ist eben einfach ganz normal in diesem Hellgrau gehalten. Mit einem weißen Nike Air Force One Logo hier mitten drauf. Ansonsten keine weiteren Logos auf dem Karton, sondern ganz normal hier unten das Size Tag. Da es eben nicht mein Schuh ist, hat der Tobi sich hier eine 41 geholt. Keine Ahnung, ob es seine Größe ist oder er einfach nur resellen will, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kann ich es auf jeden Fall sagen, dass Air Force Ones eigentlich immer True-to-Size fitten. Also wie eigentlich alle Nike-Modelle, kann man sagen. Geht auf eure True-to-Size-Größe und seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wir haben ansonsten innen drin noch ganz cooles Papier, was so das einzige Highlight, finde ich, an der Box ist. Und zwar haben wir innen drin so Air Force One-Papier. Also da steht einfach nur AF1 drauf. Eigentlich ganz nice. Und ansonsten die Box eigentlich super classy und dann würde ich sagen, ziehen wir uns jetzt einen Sneaker rein. Ja, eigentlich auf den ersten Blick ein ganz normaler weißer Air Force One Low mit ein paar blauen Details. Aber machen wir es Stück für Stück, würde ich sagen, ziehen uns die Details rein. Und da geht es auch eigentlich schon los mit dem schönen blauen Swoosh hier vorne drauf. Also generell der Schuh eigentlich komplett in weiß gehalten. Also hier auf der Seite ein ganz normaler weißer Swoosh und hier vorne ein blauer Swoosh, den ich eigentlich sehr, sehr nice finde. Weil den gibt es ja auch beim Travis Air Force Low, den Cactus Jack Air Force Low. Da hat er hier vorne auch so einen schönen farbigen Swoosh drauf. Sehr, sehr cooles Detail, finde ich. Und haben dann eben wie gewohnt hier an der Seite das Air Printing, was ja bei den Off-White-Modellen immer in Quotes geschrieben ist. Hier in diesem schönen Dunkelblau gehalten. Und dann eben hier die Puerto Rico Flagge. Also hier eine korrekte Puerto Rico Flagge. Hinten drauf ein Nike Air Logo in Rot. Auch sehr, sehr nice, finde ich. Und dann kommt das entscheidende Detail. Und zwar haben wir hier vorne auf der Zunge nochmal eine Puerto Rico Flagge. Und wer jetzt aufgepasst hat, kann auf jeden Fall feststellen, dass die Flagge und die Flagge einfach falsch rum sind. Also hier vorne drauf quasi mit dem blauen Teil oder dem blauen Stern nach links und hier eben nach rechts. Also deswegen auch eben die Fehlproduktion. Deswegen hat Nike den Schuh eingestellt und Tobi hatten sich einfach nur vorher bei Size gekauft, soweit ich weiß. Also der war einfach nur früher verfügbar so und deswegen hat er sich nicht bei Size geholt. Und Nike selbst hat ihn eben eingestellt. Also deswegen auf jeden Fall auch ein absolutes Sammlerstück. Und sehr, sehr cooles Detail. Dann haben wir hier oben noch ein bisschen dunkelblaue Akzente und dann eben eine weiße Midsole mit einer dunkelblauen Outsole, die eben auch passend zu den Puerto Rico Flaggen, also diesem Dunkelblau. Und dann lustigerweise noch hier in der Innensohle kein Nike Air Logo, sondern eben so ein Frosch innen drin. Ich persönlich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, für was der Frosch steht, ehrlich gesagt. Also wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Und ja, ansonsten eben komplett weiß gehalten der Schuh, sehr, sehr cool und super clean eigentlich. Aber ich denke eben, die Puerto Rico Flagge hier vorne auf der Zunge macht es eben aus. Und macht einen Unterschied, weil es eben falsch rum geprintet ist. Und auf jeden Fall sehr, sehr witzig und auf jeden Fall sehr, sehr cleaner Schuh. Und fühle ich auf jeden Fall. Ja, dann wie immer noch ein paar Worte zur Qualität. Ich denke, es ist eben ganz normale Air Force One Quali. Also man kann wirklich nichts sagen. Toebox einwandfrei, super in Ordnung. Lederqualität super angenehm. Und von der Qualität auf jeden Fall genau das, was man von einem Air Force One Low erwarten würde. Und auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ja, und deswegen kriegt der Schuh von mir auf jeden Fall eine 8,5 von 10. Gerade weil ich eben bei Sneakern immer auf Details stehe, deswegen finde ich es voll geil, dass die Flagge hier falsch rum ist. Und ich denke, die meisten checken es einfach gar nicht, wenn sie es überhaupt auf den zweiten Blick checken. Deswegen auf jeden Fall sehr, sehr cooles Detail, fühle ich auf jeden Fall. Und deswegen hat der Sneaker auf jeden Fall eine 8,5 von 10 von mir verdient, finde ich. Und ja, das war dann eigentlich wieder mein Sneaker-Review zum Air Force One Low Puerto Rico. Tobi nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank an dich. Ansonsten würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und auf jeden Fall ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in dem nächsten Video. Macht's gut, ciao!